Wir befinden uns wieder in unserem Laborraum. Heute zeigen wir euch, wie man ohne Pusten ein Teelicht löschen kann. Dazu brauchen wir ein Teelicht, einen Teller, ein Glas und am besten wieder mal Lebensmittelfarbe, aufgelöst im Wasser. Wir haben uns hier zwei Lebensmittelfarben genommen, eine blaue und eine rote. Gut. Jetzt müsst ihr diesen Teller, bei euch zu Hause werdet ihr Teller haben, ein bisschen mit der Flüssigkeit auffüllen. Ein bisschen reingeben. So, ist genug. Ja, kann auch die ganze sein. Okay, super. Das werden wir jetzt abstellen. Und was denkt ihr, was müssen wir jetzt machen, damit das Teelicht nicht mehr brennt? Das Glas auf das Teelicht zu geben. Na, dann versucht man es. Einfach draufstellen. Okay. Und jetzt gucken. Was passiert denn da? Oh, der von Goscha ist schon. Und jetzt deiner. Die Flüssigkeit geht nach oben. Super. Siehst du, die Goscha hatte ein kleineres Becher gehabt. Hier ist viel weniger Luft drinnen und deswegen ist die Kerze schneller ausgebrannt. Und bei dir, du hast einen großen Becher genommen. Ja? Und hier dauerte es länger, bis die Kerze ausgebrannt wurde. Super. Also, haben wir euch heute ein sehr schnelles Experiment gezeigt, wie man ohne Pusten eine Kerze ausbrennen kann.